Nun seht euch das an. Man kann genau die Koffer zählen, die aus dem Flugzeug gefallen sind. 1, 2, 3. Also hierfür brauchen wir einen Spezialschlüssel. Und was passiert, wenn wir an der Schraube drehen? Keine Ahnung, aber ohne Werkzeug kommen wir sowieso nicht weit.
Ah, die berühmten drei Fragezeichen. Wollt ihr mal wieder zu Inspektor Cotta? Genau. Wir brauchen seine Hilfe. Ihr habt Glück. Eben gerade ist er in sein Büro gegangen. Ihr wisst ja, wo das ist. Ah, meine verehrten Kollegen. Soll ich mal wieder jemanden für euch verhaften? Noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Informationen von Ihnen. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Guckt euch ruhig um. Ich muss eben diese Sache zu Ende bringen. Nochmal die drei Fragezeichen. Welche Ehre. Ich sehe Fragen auf eurer Stirn. So ist es. Und vielleicht haben Sie ein paar passende Antworten. Ich stehe euch mit meinem gesamten Wissen zur Verfügung. Aber erst, wenn ich diese Sache fertig habe. Polizeiarbeit ist Schreibarbeit. Fühlt euch wie zu Hause. Hallo. Es sieht so aus, als ob ihr einen schwierigen Fall angenommen habt. Den drei Fragezeichen ist kein Fall zu schwierig. Wir müssen nochmal zu Cotta. Inspektor Cotta. Der Inspektor kann es wahrscheinlich kaum erwarten. Geht nur durch. Die Herren Privatdetektive. So ist richtig. Immer hartnäckig am Fall. Hey, was ist denn? Wollt ihr ein paar schnelle Dollar machen, ne? Mindesteinsatz einen Schein, ne? Na bitte, nichts geht mehr. Aufgepasst und zugefasst. Wo ist die Kugel? Volltreffer. Kommt, das heißt nachsetzen. Die Kugel ist heiß, hä?
Hallo, was kann ich für euch tun? Mal wieder zum Inspektor? Genau, wir brauchen noch ein paar Informationen von ihm. Der müsste immer noch in seinem Büro stecken. Ihr kennt euch ja hier aus. Sorry, das hier dauert doch etwas länger, als ich dachte. Ich sehe aber, ihr findet euch zurecht. Also mit den bloßen Händen ist der Deckel nicht zu öffnen. Am besten wäre so eine richtig dicke Eisenstange. Damit können wir... Sagt nichts. Ihr wollt nochmal zu Inspektor Kotter. Sie haben es erraten. Können wir durchgehen? Und was wäre, wenn ich Nein sage? Geht nur durch.
dieses Behördengeschreibe. Tut mir leid, aber das muss gleich fertig sein. Bedient euch. Ich gebe euch einen guten Rat. Lasst die Finger aus der Sache. Ihr habt mit den Koffern nichts zu tun. Das ist nicht die letzte Warnung. Meine verehrten Kollegen. Soll ich mal wieder jemanden für euch verhaften? Noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Informationen von Ihnen. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Guckt euch ruhig um. Ich muss eben diese Sache zu Ende bringen. Hallo? Nochmal die drei Fragezeichen. Welche Ehre. Ich sehe Fragen auf eurer Stirn. So ist es. Und vielleicht haben Sie ein paar passende Antworten. Ich stehe euch mit meinem gesamten Wissen zur Verfügung. Aber erst, wenn ich diese Sache fertig habe. Polizeiarbeit ist Schreibarbeit. Fühlt euch wie zu Hause.
Was meint ihr? Wollen wir unsere Kasse mal wieder aufbessern? Viel ist da nicht drin. Glaube ich auch. Die könnte ein paar frische Dollar vertragen. Na dann mal ran an die Maschine. Gibt es von deinem Onkel immer noch das Gleiche fürs Schrottsortieren? Leider ja. 5 Teile, 1 Dollar. Ist doch besser als nichts. Los geht's. Hallo, was? Ah, die Herren Privatdetektive. So ist richtig. Immer hartnäckig am Fall dranbleiben. Wie kann ich euch helfen? Es ist so. Wir brauchen Informationen über... Nehmt euch, was ihr wollt. Ich melde mich schon, wenn ihr was Geheimes in den Fingern haltet. Dürfen wir auch den Kopierer benutzen? Natürlich. Aber ohne Geld geht gar nichts. Ihr wisst ja, die Stadt muss sparen. Also... Erst die Akten holen, dann damit zum Kopierer und danach die Münzen einwerfen. Ganz einfach. Aber jetzt muss ich diese Sache zu Ende bringen. Sagt nichts. Ah, die
Sorry, das hier dauert doch etwas länger, als ich dachte. Ich sehe aber, ihr findet euch zurecht.
Keine Chance. Hierfür brauchen wir Spezialwerkzeug. Just, hat dein Onkel so einen Schlüssel? Nee, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht finden wir was Passendes auf der Tankstelle. Thank you.
Ist der wahnsinnig? Fast hätte er uns erwischt. Habt ihr euch die Autonummer gemerkt? Nee, das ging alles viel zu schnell. Das waren mindestens 100 Sachen. Als ob er es auf uns abgesehen hätte. Glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, als wollte uns jemand einen Schrecken einjagen. Meinst du, das hat mit unserem Fall zu tun? Tja, wer weiß. Möglich ist alles. Vorsicht! Da kommt was von oben! Oh nein! Eine Gorillawinne! Haut ab! Vorsicht! Mann, das war knapp! Wo kommen die ganzen Steine plötzlich her? Vielleicht Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle, Peter. Ich denke eher, das war so eine Art Warnschuss. Und was machen wir jetzt, Just? Wir machen natürlich weiter.
Tante Mathilda, hast du irgendeine Schüssel aus Glas oder sowas ähnliches? Was ist denn mit euch los? Wollt ihr Kuchenteig kneten? Nein, es ist für ein Experiment. Für die Schule? Also... Genau, für die Schule. Na dann ist ja gut. Moment. Ist die hier für eure Zwecke ausreichend? Die ist sogar perfekt. Danke. Aber wiederbringen. Und zwar heil. So, und jetzt muss ich mich wieder ums Essen kümmern. Hallo, ihr drei. Gut, dass ihr nochmal kommt, denn ich bräuchte dringend bei einer Sache Hilfe und... Können wir das nicht auf morgen verschieben? Eigentlich hatten wir nämlich was anderes vor. Ach so. Was denn? Wir wollen angeln gehen. Gute Idee. Da komme ich mit. Die Sache hier kann warten. Das geht leider nicht. Geht nicht? Ja, das ist ein Mannschaftsangelwettbewerb. Na und? Ist doch prima. Da können Sie aber nicht dabei sein. Wieso denn das nicht? Weil in einer Mannschaft nicht mehr als 3 Teilnehmer sein dürfen. Ach so, schade. Naja, und jetzt wollt ihr euch bestimmt meine Angel ausleihen, oder? Genau. Sekunde. Hier ist sie. Habe ich gerade frisch überholt, das gute Stück. Petri Heil wünsche ich euch.
Hallo, Mr. Moretti. Hier sind die drei Fragezeichen. Oh, gut, dass ihr anruft. Habt ihr die Koffer? Ja, alle vier. Ihr wisst gar nicht, wie ihr mir geholfen habt. Aber jetzt sagen Sie uns doch endlich, wer noch hinter den Koffern her war. Ich werde mich sofort in ein Taxi setzen und mich zu euch auf den Weg machen. Dann erzähle ich alles. Passt in der Zwischenzeit aber auf, dass keiner... Was war das? Die Verbindung wurde unterbrochen und das Licht ist aus. Da hat jemand von außen die Leitungen gekappt. Und was ist das denn? Seht ihr das? Mann, hier ist noch einer drin. Wo ist die Taschenlampe? Wer ist da? Just, Bob, wo seid ihr? Hier, direkt neben mir. Ich pack deinen Arm. Du hast nicht meinen Arm. Meinen auch nicht. Dann ist das... Hey, bleiben Sie stehen! Sofort stehen bleiben! Ich hab die Tür gehört. Ich glaube, wir sind wieder allein. Boah, das Licht ist wieder an. Das Licht ist an, aber die CD ist weg! Was? Los, hinterher, den Dieb schnappen wir uns! Thank you.
Bob, Peter, wir müssen den Dieb von allen Seiten einkreisen. Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Peter? Just? Meldet euch! Hallo? Gebt mal ein Zeichen von euch! Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Hallo? Bob? Just? Wo seid ihr? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Bob? Just? Wo seid ihr?
Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Bob? Just? Wo seid ihr? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Bob? Just? Wo seid ihr? Hört mich keiner! Hallo! Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier unten sind! Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier unten sind! Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier unten sind! Peter? Just? Meldet euch! Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier unten sind! Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier unten sind!
Okay, okay. Ich gebe auf. Ihr habt mich umstellt. Ich laufe nicht mehr weg. Das Spiel ist aus. Sie haben keine Chance mehr. Los, geben Sie sich zu erkennen. Wer sind Sie? Was? Das ist ja Linda Roselle. Ich werde verrückt. Die Assistentin von Michael Moretti. Jetzt wird mir einiges klar. Ich musste es tun. Er hat mich dazu gezwungen. Wer hat Sie dazu gezwungen? Tyrone Dark. Er hat mich in der Hand. Ich glaube Ihnen kein Stück. Sie stecken doch mit Dark unter einer Decke. Da bin ich mir auch sicher. Na klar. Die beiden wollten unbedingt an die CD mit den Zaubertricks. Moretti wäre dann bestimmt nicht mehr lange der erfolgreichste Magier geblieben. Naja, so ganz kann man das nicht sagen und... Hören Sie doch auf! Sie waren das doch auch mit der Geröll-Lawine und dem Auto, das uns fast über den Haufen gefahren hat. Nein, das war Tyrone Dark. Ich habe damit nichts zu tun. Das können Sie alles Inspektor Cotta erzählen. Ihren Traum als Popsängerin können Sie jetzt an den Nagel hängen, denn aus der CD wird nichts. Bei der Polizei können Sie zum letzten Mal singen. Dann dürfen Sie sich mit Dark eine Zelle teilen. Michael Moretti wird sich freuen. Genau. Und in der Zelle haben Sie auch eine gute Akustik. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Ja? Wann ist endlich das Essen fertig?